Ja, aber man wisst, wie das geht, gell? Das hat die Naturweise eingerichtet, dass da ein Steg über den Bach führt. Hallo und Grüße aus Mödling an der Goldenen Stiege. Ich bin Flatterbeer und heute geht's auf den Wienerwald-Verbindungsweg 444, wie man hinter mir das sehen kann. Das ist der offiziellste Wegstart, den ich gefunden habe, denn tatsächlich, wenn man von Mödling über die Goldene Stiege heraufgeht, da ist vom Bahnhof weg eigentlich nichts von dem Weg zu finden, bis eben genau zu diesem Mast. Und was ist der Wienerwald-Verbindungsweg? Das ist nichts anderes als der Kreis geschlossen für den 404er, der von Grinzing nach Mödling in einen großen Bogen führt, denn wir wandern jetzt von Mödling nach Grinzing zurück. Ja, viele Leute begehen den Wienerwald-Verbindungsweg von Grinzing nach Mödling, das ist aber nicht die offizielle Richtung, weil der soll ja den Kreis schließen und der 404er beginnt in Grinzing und endet in Mödling. Wir haben uns heute ein bisschen mäßiges Wetter ausgesucht, das ist der 1. Mai und damit das Ende des Corona-Lockdowns, zumindest einmal das vorläufige. Das heißt also, man darf auch wieder zu Erholungszwecken oder aus jedem beliebigen Grund außer Haus gehen, wenn man den Abstand einhält. Wir brauchen keinen Abstand einhalten, weil meine Mama und ich haben ja jetzt die ganze Zeit der Corona-Maßnahmen gemeinsam verbracht. Da gibt es jetzt keinen guten Grund, damit aufzuhören. Normalerweise geht es in ein kleines Tal hinein und tatsächlich ein bisschen felsig. Das brauchen wir in dem Fall nicht, da kommt nämlich der 404er und auch der 448er herunter, denn der Wienerwald-Verbindungsweg vermeidet, dass man denselben Anstieg auf den Anhänger nimmt und wendet sich da vorne nach links. Ihr braucht übrigens nicht mit mutschweren Flaschen herfahren, man kann gleich ganz am Anfang sein Wasser hier an dieser Wasserstelle auffüllen. Das ist keine 200 Meter vom Parkplatz entfernt. Die ersten paar hundert Meter muss man sich durch Asphalt ankämpfen. Wobei, ankämpfen ist nicht das richtige Wort. Es ist ja eigentlich trotzdem ein wunderschöner kleiner Tunnel. Der Weg wird uns im weiteren Verlauf aber dann eigentlich von Asphalt weitgehend verschonen. Ja, da in der Nähe von Mödling, da sind wir in einem noch sehr beliebten Naherholungsgebiet der Mödlinger. Das heißt, es gibt Spielplätze, es gibt Grillplätze. Es gibt eigentlich alles, was man sich nur vorstellen kann. Also ratlos steht die Wandersfrau vor einer Menge an Wegweisern und keiner davon sagt 444. Das liegt daran, dass wir da noch nirgends hinauf müssen. Wir müssen immer weiter in Richtung Prisnitztal-Richardhof. Noch immer auf Asphalt. Ist aber gemein, ha? Tatsächlich wäre da leicht zu übersehen, wenn man da auf diesen Parkplatz hinaus käme, dass da eine rot-weiß-rote Markierung ist mit recht unauffälligem 444 angeschrieben, zum Glück neu angeschrieben. Wir kehren also da vom Asphalt endlich runter. Zum Glück diesmal mit Track und Navi. Damit kann man sich nicht so leicht vergoggeln. Also das ist jetzt die Version für Weiche, ja. Feuchtbiotop Prisnitztal. Ja, früher hat man Grodenlagen dazu gesagt. Ne? Eingezäunt. Aber anscheinend momentan noch nicht sehr gepflegt. Naja, ist ja Biotop, ne? Pflegt sie selber. Hoffentlich die Sonne heraus. Wir haben es nämlich gut ausgesucht. Wir haben es nämlich in der Nacht regnen lassen und jetzt haben wir Sonne. Ja, an diesem kühlen und stillen Morgen, da ist das Wandern wirklich ein Genuss. Wir sind da jetzt in der Prisnitztal herinnen und sehen da überall Föhren, wo man noch früher Harz gewonnen hat. Quellschutzgebiet. Na gut, verunreinigen wir halt nichts. Den ganzen Müll umsonst mitzahlen. Das ist so über und über blüht im ganzen Wald drinnen. Es ist alles Bärlauch. Und mit entsprechendem Duft. Hat sich
ein riesiges Shelter gebaut. Na spannend, das werden wir doch einmal begutachten. Ja, cool, nach allen Regeln der Kunst. Bis auf das, dass es vielleicht nicht ganz regendicht ist. Aber wir wollen ja nicht kleinlich sein, oder? Regelrechter Blütenteppich, wie wenn da Schnee liegen würde, fast schon. Das Prisnitztal hat einen relativ naturnahen Wald. Da lässt man Totholz liegen, Äste brechen ab. Gefährdet fühlt man sich nie, aber von der Atmosphäre her und noch dazu ganz einsam. So muss man es zuerst einmal erwischen. Auffallenderweise wirken diese ganzen 444 Schilder neu. Oder zumindest nicht allzu alt. Sicher nicht so alt wie der Weg, der hat jetzt doch schon fast 40 Jahre auf dem Buckel hat. Da, wo das Prisnitztal hier einmündet, befinden wir uns jetzt am Beethovenweg. Also von der Seite kommend und dieser Seite gehend waren wir auf den letzten Kilometern vom 404er, also vom Wienerwald Weitwanderweg in Richtung Mödling. Das heißt, da kreuzen wir wieder einmal. Aber den Rückwegens geht es jetzt da der Verlängerung des Prisnitztals folgend hier hinein in Richtung Kraus der Linde, rechts Anninger Straße, Grenzweg, Husarentempel. Na gut, also da hinein. Aber gemein, das ist ja was der Streckeführer Wettrennen am Anfang. Hm? Unterscheidet sich ja kaum. So, wir sind da vom Originalweg abgewichen und haben das Maibründel erreicht. Leider war das eine Ente. Da geht es doch nicht geradeaus über den Beethovenweg drüber, sondern ein kleines Stückchen nach links. Und die rot-weiß-rote Markierung hat uns getäuscht. Vom Aufstieg von Maibründel erreichen wir nach kurzer Querung wieder den Originalweg, nämlich hier 444. Und jetzt beginnt unser Anstieg auf den Anninger. Wir erreichen da eine Einmündung. Da wäre es wesentlich steiler heraufgekommen. Haben wir uns erspart zum Glück. Mein kleines Kartenmal von vorhin ist dadurch zu erklären, dass auch der GPS-Track, den ich gehabt habe, falsch ist. Das heißt also auch, der folgt nicht dem Originalverlauf. Weder das Maibründel ist richtig, noch das, was mir da die Uhr angezeigt hat, sondern die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Am 444er haben es die Bäume irgendwie mit der abgeplatzten Rinde und trotzdem noch in Betrieb. Das ist jetzt schon der zweite, der mir da unangenehm auffällt. Angenehm ist bei dem Wegverlauf, dass man da wirklich fast die ganze Zeit über eine sehr moderate Steigung hat. Danninger ist der höchste Punkt auf dem Wienerwald-Verbindungsweg und auch da hinauf ist es jetzt nirgends arg steil und mühsam. Wenn ich sage, es tue, dann werde ich euch jetzt auch erklären können, warum da auf meinem Rücken so ein riesiger Rucksack drauf ist. Also der Rucksack ist natürlich für so eine Tageswanderung völlig überdimensioniert, das ist ganz klar. Da ist aber tatsächlich alle Ausrüstung drinnen, die auch für eine Fernwanderung vonnöten ist. Schaut, jetzt sind wir am Anhänger durchaus schon ein bisschen höher, bei dem Gipfel gar nicht mehr so fern. Und auch auf diesem Rücken
ist alles über und über voll mit blühendem Bärlauch. Der ganze Wald ist weiß. Wir erreichen wieder eine Einmündung mit einem auffälligen Grenzstein. Ja, markierungstechnisch kann man sich nicht beklagen. Also wer da jetzt von der anderen Seite kommt und da falsch abbiegt, der hat es echt verdient. Und für uns verflacht sich da der Weg. Wir sind aber noch nicht ganz am Gipfel, also ein bisschen dauert es noch. Und wir kommen auch nicht wirklich auf den Anhängergipfel. Der verbleibt nämlich links von uns. Ich weiß nicht, ob die Kamera das gut aufnehmen kann. Da ist sogar Nebel im Wald. Es hat in der Nacht ein bisschen geregnet, viel bis es nicht. Leider nicht genug, um die Trockenheit zu beenden. Drüben ragt der Kamm auf. Nicht gerade erschreckend, kann man oben drüber gehen. Auf der anderen Seite befindet sich dann die Bobbahn vom Anhänger. Tatsächlich hat es da früher eine richtige Bobbahn mit Steilkurven und allem drum und dran gegeben. Das Anhängerhaus ist erreicht und bietet uns naturgemäß heute keine Rast. Das ist aufgrund der Corona-Maßnahmen alles geschlossen. Und wir möchten gerne da in diese Forststraße hinein. Dem aufmerksamen Wanderer erschließt sich das anhand von dieser seltsamen Konstruktion ums Eck. Jubiläumswarte gesperrt. Um Verständnis wird gebeten der Vereinsvorstand. Na schade. Angeschrieben wäre sie noch, die Jubiläumswarte mit 5 Minuten, dort wollen wir auch hin. Nicht verwirren lassen von den rot-weiß-roten Markierungen, die der Krauste Linde und Parkschütte in die andere Richtung sagen, das ist jetzt der 448er. Also der Mödlinger Rundwanderweg. Das muss das ungemütlichste Raspackerl der Welt gewesen sein da hinten. Weil da war es jetzt dermaßen zugig und windig und grautlich. Da haben wir uns relativ rasch wieder verdünnisiert. Da vorne ging es jetzt zur Jubiläumswarte, die halt leider, wie das Schild sagt, zu ist. Damit werden wir uns den Aufstieg dort auch ersparen und die schöne Aussicht werden wir uns auch ersparen und beginnen mit unserem Abstieg nach Gaden. Von der Aussicht ist zumindest ein bisschen was zu erahnen. Ja, da drüben ging es zur Jubiläumswarte und dann nach Gadenkirche in einer Stunde. Da geht es jetzt immer noch ganz leicht bergauf, nur mal bis ungefähr 20 Meter vor uns. Dann wendet sich der Weg nach unten, da öffnet sich der Wald ein bisschen. Man kann ganz in der Ferne erahnen, ein wenig blau. Bin gespannt, ob sich das Blau dazu entschließen kann, dass es noch zu uns kommt. Ein bisschen ein näheres Blau hat man da mit den Markierungen. Die darf auch blau sein. Wir sind trotzdem beim richtigen Weg, auch wenn es jetzt nicht mehr rot weiß rot markiert ist. Der Kampf mit dem Material. Ja, Gummiband statt ein Schuhband. Aber Hauptsache Trailrunning-Schuhe. Die sind schon mal einen halben Meter länger geworden. Nach fachgerechter Versorgung des Restteils am Körper können wir unsere Tour fortsetzen. Da im Abstieg nach Gaden sind wir jetzt auf dem Buchtal Trail, einem gescherten Trail wohlgemerkt. Also der Wanderweg war vorher da. Ich bin den auch selber schon gefahren. Ich muss ihn wirklich so befolgen, dass man jederzeit stehen bleiben kann. Sonst wird es zu gefährlich. Also das ist mein Appell an alle, die halt wandern und Mountainbiken, da gegenseitig Rücksicht zu nehmen. Weil anders geht es einfach nicht. Man mag es kaum glauben angesichts der Trockenheit der vergangenen Wochen und fast schon Monate. Aber inzwischen bildet man da richtige Dreckbackeln auf die Schuhe. Ja, direkt der Wurzelteppich ist da. Mit dem Mountainbike spaßig. Eine gute Bereifung und entsprechendes Gerät vorausgesetzt. Mit den Schuhen und den Dreckbackeln drauf, fast schon wieder mühsam. Und das ist also eine Passage, wo die Stöcke einem durchaus zu Pass kommen, wenn man welche verwenden mag. Da kann es schon ganz schön glitschig sein, gerade nach so einem depperten Wetter wie jetzt.
Also man sieht, mit suboptimalem Gerät ist es gleich gar nicht so leibend, wenn es ein bisschen los ist. Ist aber die einzige Stelle, die sich mit den unerwarteten Abgründen, die sie da vorhin aufgetan haben, nicht überfordert ist. Oder wie ich da jetzt wegrutscht, der kann seinen Blick vielleicht einmal nach links wenden. Da sind so überraschende Felsformationen herinnen. Ja, da kann man seine Kletterrouten planen. Ist zwar nicht hoch, aber dafür breit. Ja, und schon empfängt einen wieder Forststraßen-Idyll. Ja, immer noch Forststraßen-Idyll, aber das ist mal angenehm zu Beginn. Ein bisschen weich und federnd und immer mehr so schottrig. Wir nähern uns schon langsam sicher Garten. Das ist eine wilde Konstruktion, ne? Das ist ein angeschnittener VW-Bus, aber inzwischen vom Rost zerfressen. Da im Abstieg mögen Zweifel aufkommen, ob es dann vielleicht rechts weggeht. Ist aber nicht so. 444 diesmal historisch. Garten, Ortsmitte. Ja, da eingeschmiegt in die Landschaft und ein bisschen versteckt liegt Garten. Man sieht, eben wird es jetzt in weiterer Folge auch nicht sein. Aber wir folgen jetzt ein bisschen dem Verlauf der Täler bis zur Wassergesprengung nachher. Ja, da blicken wir jetzt hinunter auf Garten und eine liebliche Landschaft. Hinter uns gibt es übrigens eine Wasserstelle. Gartenkirche, naja, immerhin. Also Kirche. Garten dürfen wir die Hauptstraße queren. Das ist gerade sehr günstig. Da dürfen wir sich jetzt orientieren am Via Sacra Rundwanderweg. Da entlang her nach Via. Das hat die Naturweise eingerichtet, dass da ein Steg über den Bach führt, gell? Das müssen wir da gerade durch die Furt durch. Das ist aber ein nettes Bacherl. Hübsch. Bachpromenade, na gut. Wir müssen aber Weißenbach 444. Na bitte. Also der Feldrand dahin geht es für uns weiter, nicht der Markierung hinauf in Richtung 43 folgen. Und da hinten dieses Türl, das dürfte offensichtlich einmal die alte Grundstücksgrenze gewesen sein. Hier bei diesem Kreuz, da darf man dem Via Sacra Runda Wanderweg nicht folgen, sondern wir können da wirklich geradeaus weiter. Da gelangt man jetzt ganz kurz auf einen asphaltierten Abschnitt und hat leider immer wieder ganz gut die Straße durch das Tal in Richtung Mödling hörbar. Wir haben zum Glück nur ein kurzes Asphaltstück bis da vorne zu diesem gelben Schild in der Ferne. Das gelbe Schild ist zwar weniger informativ als erhofft, aber man gehört tatsächlich über die Brücke nach links und kann da dann hinein. Ja, wenn man wissen, wie das geht, gell? Gibt es offensichtlich eine verborgene Riegelkonstruktion. Schau, die geht so auf. Das ist nur mit Hochheben zu machen. Also bitte. Naja, jetzt, was den Trick kennst, ist natürlich billig, ne? Achso, das ist ja dann noch billiger. Also da, der Abschnitt, das ist jetzt definitiv kein Highlight. Da ist man da irgendwo hinter Zäunen dahin, auf der anderen Seite ist abgeholzt. Das ist ein bisschen dreckig mit Hasenbeimauer etc. Naja, es ist ein bisschen trostlos, genau. Ja, also nach Garten gibt es eine kleine Durststrecke. Der Pfeil sagt uns da ganz untrüglich, wir müssen da hinein und die Markierung da drüben sagt uns untrüglich, wir waren da richtig, wenn wir rausgekommen sind. Der Wald, wenn du schaust, hat praktisch keinen Unterwuchs. Da ist wirklich alles abgeräumt, bis auf ganz vereinzelte Blättchen. Das ist wie, wenn da die Wildschweinhorden irgendwie gehalten werden, dass man so ähnlich wie im Rheinzer Tiergarten schaut das fast aus. Schaut mal, da kommt man an einen kleinen Teich mit einer Insel vorbei. Ist ja auch nicht schlecht. Die Landschaft ist parkähnlich und erinnert fast ein bisschen an den Wildtierpark in Sparbach, Naturpark Sparbach. Ja, das hat man offensichtlich schon
gestaltet. So, das ist eine Art Garten und kein richtiger Wald mehr. Ja, die Landschaft da stimmt uns persönlich auch, wenn es ein bisschen Gartengestaltung ist. So, jetzt schauen wir mal auf den Trick, den wir entsprechend durchschaut haben. Bei dem einen Türchen, da ist es noch einfach. Und beim anderen Türchen gibt es wieder einen Riegel. Der lässt nur nach innen auf. Lange Wiese, Garten, Sparbach. Etwas versteckt. Doch nur die richtige Markierung entdeckt. Also jetzt ist ein ordentlicher Wirbel. Der kommt eben leider von der Wiener Außenringautobahn. Ja, da ist es jetzt ein wenig einladend. Ne? Da hat man das Autobahnerlebnis, hat man da markiert. Ist. Wir nähern uns der Eisenbach bei Mödling. Und die Schlange durch den Wald, die sie da zieht, ist die Außenringautobahn mit ihrer Lärmschutzwand. Sehr effektiv ist es nicht. Wobei weiß man nicht, wie es ohne klingen darf. Wir müssen schon vor den Berg nach links hinein und kommen zur Wassersprengung. Na, das Autobahnerlebnis ist zumindest nicht allzu lang. Für alle, die so wie ich jetzt die Schnauze voll vom Autobahnerlebnis haben, kündet da vorne ein Pfeil auf diesem grauen Masten von der nahenden Abzweigung. Der Wind überdeckt jetzt das Autobahngeräusch, kommt aus der richtigen Richtung. Das heißt, der Schall von der Autobahn ist schon wieder fast nicht mehr zu hören. Da vorne sitzt einen großen Parkplatz. Und vor dem Parkplatz auf der linken Seite ein Schild mit einem Pfeil. Und auch hier einen Wegweiser. Wir sind noch richtig am 444. Wir kehren aber hier tatsächlich scharf rechts ab. Also untrüglich 444. Wir kehren nach rechts hinein und auch in die andere Richtung. Dort kommen wir her aus Weißenbach. Ist ja schön markiert mit dem alten Schild. Kreuzsattel, Höllenstein, Blau, Kugelwiese, Kammersteiner Hütte 04444. Siehst du? Dieser Abzweigung nicht Richtung Gieshübel hinauf und Marienzersdorf-Berthelsdorf, sondern wo finsterer Gang und Denneberg angeschrieben steht, hinein in Richtung des Schneerosenbrändels und der Kugelwiese. Wer das nicht glaubt, der findet hier ein verstecktes 04er Schild und das bedeutet in dem Fall auch für uns 444. Kurz nach dieser markanten Felsformation gibt es so einen Rastplatz. Und nicht nur das, sondern da unten endet das versteckt, ist das Schneerosenbrümmel. Ziemlich vermoost, aber sogar mit Tasse. Hier im Tal hat man ein paar Wiesen angelegt und damit lacht uns da jetzt endgültig von einem strahlend blauen Himmel die Sonne. Wenn wir rechnen, dass wir am Anhänger oben noch recht gefroren haben. Jetzt müssen wir zwar nicht schwitzen, aber die Temperaturen sind sehr angenehm. Eine Bachquerung. Der Bach ist jetzt arg übertrieben. Eine Rinntalquerung. Inzwischen ist die Forststraße deutlich schmaler geworden und auch ein bisschen steiler. Und wir werden jetzt demnächst in der Nähe des großen Sattels hinauskommen. Das Schild hier ist die Einmündung erreicht. Da sind wir jetzt im bekannten Territorium
denn da sind wir beim 448er, bei dem Mödlinger Rundwanderweg kurz drüber gegangen. Da geht es nach links hinunter in Richtung eines kleinen Bründels und da nach rechts hinauf geht unser Weg zum Beweis, Originalwegverlauf 448. Hohlensteiner Quergang. Ja, der Quergang quert tatsächlich einmal diese Straße und geht wieder in den Wald hinein. Ja, da haben wir eine erneute Einmündung. Da ist leider ein bisschen abgekratzt schon. Wir kommen wiederum auf die Straße und jetzt in Richtung der Kugelwiese. Ja, da hat sich das 444 schon im Laufe der Jahre ziemlich breit gemacht. Ja, da drüben ist der Salzstangelwirt. Das wäre eine Einkehr, wenn es eine Einkehr gab. Gibt es natürlich Coronavirus bedingt alles nicht. Das ist schon faszinierend, dieses Gewächs, was sich das alles für einen Lebensraum erschlossen hat. Da scheint es nur Bärlauch zu geben, sonst nichts. Kammersteiner Hütte, Josefswarte, da geht's für uns hin. 444. Hinüber in Richtung Kammersteiner Hütte. Da hat man auch 01, 04, 06. Also eine der seltenen Gelegenheiten, wo alle drei großen Fernwanderwege, die es in der Gegend gibt, zusammenlaufen. Nämlich der Nordalpenweg, der Voralpenweg und der Nordzellerweg. Also da 01, 04, 06. All das weist uns hinauf auf die Kammersteiner Hütte. Hier wird greifbar, warum diese Gegend da die Föhrenberge heißt. Denn da im Bereich der höchsten Erhebungen ist es ziemlich trocken und da wächst also sehr gerne Schwarzkiefer. Der Aufstieg zur Kammersteiner Hütte, der ist ziemlich steil bis zu den Kurven und dann auch drüber hinaus, aber kurz. Wir haben die Kammersteiner Hütte recht offen, logischerweise auch hier nicht, aber die Josefswarte ist vielleicht offen. Das werden wir jetzt inspizieren. So, ja, mein Schirm ist blind wieder einmal. Wer hätte es gedacht, bis die Josefswarte erreicht und uns eröffnet sich ein wunderschöner Blick. Jetzt sollen wir auf das, wo wir heute herkommen. Da unten ist Mödling. Da oben mit dem Senderplatz, das ist der Anhänger. Wir sind da hinten aufgestiegen in Richtung Gerlach. Ja, und kommen da mal dann von da drüben, wo man jetzt nicht sonderlich viel benennen kann, außer der bewaldete Hügel. Wo wir jetzt für uns weitergehen? Da wir in Richtung Kaltenleut geben und der Wiener Hütte, die wir da drüben glänzen, sich in der Sonne. Dann nach Breitenfurt. Ja, dahinter war Lab. Dann über den Mugel da drüber. Und dann schon langsam aber sicher beginnt der Aufstieg in Richtung Burgersdorf. Andere Richtung, wenn wir da schauen, dann sehen wir die Stadt Wien. Also das ist ein schöner Panoramablick über die ganze Stadt Wien hinaus. Ganz entfernt noch blau schimmernde Sand bereits die Karte. Also noch eine hochinformative Wegweisung, man beachte vor allem den links oben österreichischen Weitwanderweg 04 Voralpenweg Abschnitt 404. Tatsächlich ist der 404 der Wienerwald. Weitwanderweg und der würde hier gar nicht verlaufen, sondern was da verläuft, ist eigentlich der 444, nämlich der Wienerwald. Rundwanderweg, wie er hier ausgeschrieben ist, weil es ist ja der Verbindungsweg eigentlich, ist auch spannend. So, also von der Kammersteiner Hütte kurz absteigen, wenn es wahr ist, auch da über diesen breiten Rücken und dann später wenden wir uns bald nach links, nach Kaltenleut geben hinunter. Wenn wir es ganz richtig gemacht hätten, wären wir da oben gekommen. Wir machen es aber zumindest richtig genug und gehen in der anderen Richtung. Nämlich Buchbründel, Kaltenleut geben, 444. Naturschutzgebiet Teufelstein, Fischerwiesen. Also wirklich ein schönes Gebiet. Naturschutz interessanterweise, obwohl dort ein Steinbruch war, ein ehemaliger und auch ein entsprechender See, aber der Steinbruch ist aufgelassen und das, was da zurückgeblieben ist, es ist durchaus ein Lebensraum für sonst schon sehr selten gewordene Tiere und Pflanzen. Kann man manchmal auch Führungen machen, sind durchaus interessant. Also wer da mal Zeit hat, das lohnt sich sogar. Es wäre sehr interessiert, dass man die richtige Abzweigung nimmt. Ja. Wir hätten aber ohnehin nicht vorgehabt, dass wir da raufgingen. Da unten ist jetzt ein kleines Gewässer. Also
Teich im Wald. Der schaut nicht sehr einladend aus. 444. Das Buchbründel. Naja, ein bisschen was kommt. Aber wenn man bedenkt, dass wir jetzt mitten im Frühjahr sind. Es ist frustrierend trocken immer. Das ist uns beim Wandern vielleicht noch ganz recht, aber richtig fein kann man sich nicht drüber. Ob wir da auch richtig sind. He? 0441, ja, schaut gut aus. Und ganz vorne sehe ich sogar eine verschämte 444er Markierung. Ja, das ist ein bisschen rutschig und da darf man den Baum umschiffen. Es ist der Mountainbike-Stoppbaum. Es ist ein erstaunlich steiler, aber trotzdem sehr belebter Abschnitt. Diese Stahlseile da sind die Absperrungen, die das ehemalige Steinbruchgelände sozusagen abgegrenzt haben. Das ist teilweise durch die Bäume hinein und hindurch gewachsen. Auch da ganz deutliche Zeichen, dass der Baum nicht sonderlich glücklich ist mit dem herumgewickelten Kabel und sich dann auch Kräften zur Wehr gesetzt hat. Aus dem Wald heraus kann man ein bisschen was sehen von den steil abbrechenden Wänden, die es da gibt. Allerdings, das Gelände öffnet sich da eigentlich nur ganz unten, wo man dann auch schon beim See ist. So, da queren wir ganz kurz eine Straße, das ist die ehemalige Betriebsstraße für den Steinbruch. Die ist asphaltiert und dann geht es da weiter, etwas sanfter hinunter nach Kaltenleutgeben. Vorne sieht man die Ausläufer von Kaltenleutgeben. Und da müssen wir jetzt hinüber auf die andere Seite. Alter, spannend, in welche Richtung das geht. Ja, die Logik der Wegweiser gebietet, dass man da unten nach rechts schwenken muss, also total auswärts. Ja, natürlich muss man dann nicht so, wie es die Markierung nahelegt, abzweigen, sondern da, man muss doch flussaufwärts gehen und kommt dann durch Kaltenleutgeben, durch an diese Stelle Wiener Hütte, Breitenfurt. Und da über den Asphalt dürfen wir jetzt hinauf zur Wiener Hütte. Da haben wir jetzt eine Abzweigung, schau. Wir dürfen nämlich vom Asphalt herunter. Da wollten wir offensichtlich eine drohende Absturzkatastrophe verhindern. Da hat die Rechnung aber ohne den Baum gemacht. Denn der treibt da munter weiter aus. Dann probiert es einfach noch einmal. Also wäre nur eine Frage der Zeit gewesen, bis der irgendwann mal runterfällt. Und jetzt ist es eine Frage von deutlich längerer Zeit. Wir stehen da jetzt ratlos da, ob fehlender Hinweise. Aber ich vermute einmal, ah ja, na, fehlen ja gar nicht die Hinweise. Bin nur blind. Da ist rot markiert. Da gibt es wieder eine Bachquerung. Faszinierend. Da muss man genau schauen, was man das findet. 04. Passt, ja, hat man gar nicht so schlecht gemacht. In der anderen Richtung lässt die Markierung keine Zweifel aufkommen. Tja. Das ist nicht der Gastgarten, sondern die Gaststätten. So, wir befinden uns jetzt hinter der Wiener Hütte. Da geht's jetzt. Da quer. Zulzwöglerin, hoch Roterd. Abzweigung, grüner Baum, Breitenfurt. Na, hervorragend. Internationaler Pilgerweg, Marienpilgerweg. Wollen wir aber alles nicht. Wir wollen nämlich genau da geradeaus hinein, wo der 04er in beide Richtungen angeschrieben ist. Breitenfurt und Kaltenleutgeben, jeweils 04 und 444. Und auf der Wiener Hütte war aber jetzt eindeutig zu viel los, aber wir haben das für eine gute Rast genutzt. Aber tatsächlich, also Leute, die telefonieren ohne Ferngespräch, der braucht das Handy nur in der Hand, damit er laut genug brüllt, damit man es auch versteht. Jede Menge sehr geselliger Kinder. Ja, ist halt das Zivilisationserlebnis gewesen jetzt, gell? Da geht's nicht allzu steil hinunter und es ist wieder putztrocken, das ist unglaublich. Ja, wir haben jetzt einen kurzen Abstieg, der führt uns nach Breitenfurt. Vermuten wir jetzt einmal einen Bachübergang mit entsprechender Breite, weil sonst sind wir enttäuscht. Ne? Es wird euch vielleicht aufgefallen sein, dass ich
in den letzten paar Kilometern relativ wenig entlang des Wegs gefilmt habe. Das liegt daran, dass es kaum Gelegenheiten gegeben hat, wo man einigermaßen allein gewesen ist. Also plötzlich haben die Leute entdeckt, dass es am Nachmittag des 1. Mai doch auch recht schön geworden ist nach dem ursprünglichen Regen und haben sich halt in Massen in die Natur gewälzt. Und diese Massen, denen sind einmal da alle im Gebiet um Kaltenleutgeben und die Wiener Hütte jetzt begegnet, während da oben auf Breitenfurt eigentlich fast komplett leer ist. Stadtwanderweg 6 und in Richtung Breitenfurt, Lab im Walde. Na, dann lieber Lab im Walde, oder? Kamptaler Hütte, 5 Minuten. Sieht aber sehr urban aus für so eine Hütte. Wienerwald-Verbindungsweg, da ist er einmal richtig angeschrieben. Also durch Breitenfurt durch hat man keine Probleme. Schau, auf dem Kosten da vorne, Wiener Hütte 04, überall alles ist angefarbelt, alles ist bunt. Beim letzten Mal, wo ich mich darauf verlassen habe, dass nämlich diese Pfeile in die richtige Richtung zeigen, beziehungsweise die Pfeile von der richtigen Seite her anzeichnet sind, bin ich eingefahren. Das war nämlich im Kaltenleutgeben. Naja, spätestens gut getarnte 444. Das ist schon sehr verbleicht. In Breitenfurt wenig überraschend, dann liegt durch so ein Rangebiet durch. Da haben wir sich jetzt eh nichts erhofft. Ne? Wiener Hütte, Kaltenleutgeben, da kommen wir her. Lab im Walde, da wollen wir hin. Das heißt, wir müssen da die Straße überqueren. Ich glaube, da muss drücken, oder? Ja, jetzt wartest du da lang. Schau, grün wird's. Hervorragend. Wer an einem Tag mit Öffnung der Geschäfte herkommt, der hat einen Vorteil. Hier gibt es nicht einen Supermarkt, das heißt, man kann sich dementsprechend neue Kräfte holen. Für uns endet hier das Asphalterlebnis wieder mal, weil wir dürfen nämlich bei dem Schranken da die Straße verlassen und da wieder in den Wald eintreten. Und unser nächstes Ziel, Lab im Walde, Wienerwald-Verbindungsweg, Kammersteiner Hütte, Burgersdorf. Schau, da ist Burgersdorf jetzt das nächste Ziel schon angegeben. 444, wenn ich da in der Entfernung dieses rot-weiß-rote Tafel richtig interpretiere, dann muss man da quer über die Wiese drüber. Ja, da ist das nächste Schild, 04. Wir müssen diese Gasse da hoch. Blick zurück auf den Bordwagen, Höhenzug, den wir bei der Wiener Hütte überschritten haben. Da vorne geht es nicht nur der Bildungswerkstatt, sondern da ist der 04er auch wieder abzweigend. Das heißt, wir sind nur zwei Querstraßen weit gegangen, bevor wir da nach rechts hinein dürfen. Weiter auf der Hundskehle. Das ist da jetzt ein Gassengewehr, Römerweg, Hundskehle, Veilchengasse. Wir haben aber da vorhin schon gleich den nächsten Abzweiger erreicht, was zum Biohof geht. Da geht es nämlich auch für uns wieder nach rechts hinein. Ja, ich glaube, jetzt wird es dann bald aus sein, mein Ort. Der gute Wille ist erkennbar, 444. So, nach Breitenfurt haben wir jetzt diesen Rücken erreicht. Und bei diesem Rücken, da dürfen wir jetzt nach links aufsteigen. Also im Gegensatz zu dem Trubel, den wir jetzt die ganze Zeit über gehabt haben, in der Nähe von Kaltenleutgeben, ist da von Breitenfurt in Richtung Lab kaum was los. Da sind wir jetzt eigentlich noch niemandem begegnet. Da hat man jetzt die Wahl zwischen einer befahrbaren Straße und diesen schönen Weg hier. Und es ist keine Menschenseele. Man hört da die nahen Bundesstraßen nicht. Das Einzige, was dem Verbindungsweg echt fehlt, ist die aussichtsreichen Abschnitte. Also vieles davon, was man da jetzt in Wald ist, in irgendwelchen Kämmen oder so, da wird man schon mal hin sein. Nur gibt halt vor lauter Bäumen nichts anderes zum sehen. Wir haben also jetzt wieder mal eine Forststraße erreicht und hier dürfen wir nach rechts uns halten und müssen nicht da weiter über diesen steilen Riedel aufsteigen. Schaut mal, da sieht man, was passiert, wenn man so eine Buche abrasiert und die dann doch einmal neu erfolgreich neu austreibt. Die hat es geschafft. Also da ist tatsächlich so viel da, dass die vermutlich weiterleben kann. Ja, da unten sieht man jetzt hin auf Lab im Walde. Und da drüben sichert man auf die Anhöhe vom
Freihufeisenberg, wo es dann der Wienerwald-Verbindungsweg noch drüber geht. Ja, genau da ist der Ort noch ein bisschen schöner zum Sehen über die Wiese hinunter. Und wir steigen auch demnächst schon in Richtung Lab ab. Tatsächlich sehr unauffällig geht es da hinein. Auf dem Baum da ist es markiert und wirklich nur da. Da hat man eine gute Gelegenheit verpasst, ein bisschen eine prominentere Abzweigungsmarkierung zu platzieren. Ja, da aber in Richtung Lab ist noch ein total liebes Steigerl. Lab wird in dem Fall auch das Ende unserer Etappe sein. Das ist ziemlich genau die Hälfte der Kilometer und auch ziemlich genau die Hälfte der Höhenmeter. Und wir werden uns da den Bus nehmen. Und der letzte Flussgang für heute absolviert. So, der Asphalt hat uns. Und damit haben wir Lab erreicht. Da vorne ist die Kirche. Da kann ich schon runter nach Lab. Geht es noch in der Fahrt? Die Antwort ist nein. Da geht es nicht nach Lab. Oder da geht es natürlich schon, aber nicht über den 04 und 444. Der geht nämlich noch hinauf bis zu diesem Baum. Und dann dort aufs Feld hinüber. Also da ist nochmal eine Falle am Schluss. Der Baum sagt also alles. Europäischer Fernwanderweg, Pyrenäen, Jura, Neusiedlersee. Österreichischer Weitwanderweg, Voralpenweg, Wienerwald, Salzkammergut, Bregenzerwald. So, wir haben in Lab die Hauptstraße erreicht. Ist das nicht wunderbar? Da müssen wir jetzt mal drüber über die Hauptstraße. Und da ging es dann nach Lab hinein. Und wir werden jetzt schauen, wo da die nächste Busstation ist. Da. Österreichischer Weitwanderweg vor Alpenweg. So, das war jetzt von der ersten Etappe vom Wienerwald Verbindungsweg 444. Wir sitzen dann an der Busstation Lab im Wald der Schlossgasse und werden den Bus nach Hause nehmen. Für euch geht es hoffentlich weiter auf der zweiten Etappe vom Wienerwald Verbindungsweg. Und falls doch nicht, dann vielleicht sieht man sie einmal auf einer anderen Tour. Ja, früher hat man Grodenlaken dazu gesagt, ne? Halt einmal das bitte. Tu mal die Kamera so halten, dass man da was sieht. Du kannst auf der anderen Seite schauen, ne? Da sieht man jetzt die. Jetzt sieht man mich. Hey, okay, jetzt habe ich Draht. Ja, dann traust du es halt nicht. Vergisst. Nein, jetzt musst du es wieder um. Nein, so habe ich es ja gehabt. Ja, traust um. Genau, deine stümperhaften ersten Gehversuche kann man ausschneiden. Man macht es lieber anders. Ich höre mich nicht nur gerne reden, ich sehe mich ja gerne reden. Gibt es offensichtlich eine verborgene Riegelkonstruktion. Schau. Naja, jetzt, was du den Trick kennst, ist natürlich billig. Ne? Damit kann ich also mit GoPro Start Video, wie ich schön gesagt habe, das tatsächlich in Betrieb nehmen. Jetzt ist es auch schon in Betrieb. Jetzt könnt ihr irgendwas Sinnvolles reden. Markierung fühlt sich ein bisschen unterrepräsentiert, glaube ich. So, das ist der 100. Wegweiser, an dem wir jetzt da vorbeirennen und wo ich die Verbeigeszene drehe. Tief, 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 tief. Schaut aus wie Forststraße, riecht wie Forststraße, schmecken, das erspare ich mir jetzt, ist auf jeden Fall so eine Forststraße. Das Leben ist bunt, oder zumindest ist es roter als rot. Das heißt, ich bin so ein Trottel, wirklich wahr. Dieser nach hinten wunderschöne, aussichtsreiche Anstieg ist leider wieder mal falsch. Na, sensationell. Boah, ich bin ja begeistert. Ja, da ist der Sängerbrunnen. Aber erstens ist er kein Trinkwasser und zweitens ist es gar kein Wasser. Was das gelbe Schild sagt, dass man mal drauf ist. Genau, richtig. Also nämlich zum Beweis, dass wir den beide geschlossen haben, den Kreis.